Immer und immer wieder pilgern sie ins Volksparkstadion. Der HSV-Fan ist hart im Nehmen und mit einer Extraportion Leidensfähigkeit ausgestattet. Auch gegen Dortmund, an Uwe Seelers 80. Geburtstag, die Leistung gruselig, grauenvoll, grotesk. Wir gehen nicht alle zwei Wochen wieder ins Stadion, aber wir verlieren, leider. Das ist hier drin und das geht nicht raus. Man kommt doch immer wieder. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, was die Mannschaft sich erlaubt. Regiert der HSV! Das ganze Stadion brüllt. Außer Uwe könnt ihr alle gehen. Warum wohl? Das ist eine Frechheit, was die machen, ehrlich. Resignation, Leere. Erste Liga, keiner weiß warum, steht auf einem Transparent der eigenen Fans. Gegen Dortmund verlassen bereits nach gerade mal 10 Minuten die Ersten wütend das Stadion. Dazu die hämische Laola-Welle beim Stand von 0:4. Der Trainerwechsel grandios verpufft. Markus Gisdol zunehmend ratlos. Er scheint bereits nach 6 Spielen nur noch seine Haut retten zu wollen und gibt den schwarzen Peter weiter. Die Situation sei so schwer, weil die Erwartungshaltung vor der Saison für unsere Mannschaft in einem nicht angemessenen Maß aufgestellt wurde. Und das ist das größte Problem für unser Team aktuell. Ja, von der Erwartungshaltung, die da oben ist, auf die Realität zu schauen. Und die Realität heißt mit unserer Mannschaft nichts anderes als reiner Existenzkampf in dieser Saison. Dietmar Beiersdorfer sieht dem unaufhaltsamen Absturz weiter zu. Nicht nur die Fans sehen in dem Vorstandsvorsitzenden den Hauptschuldigen an dem Dilemma. Auch im Aufsichtsrat ist das Misstrauen gewachsen. Beiersdorfer, für sein Zaudern bekannt, hat wenigstens in einem klare Kante gezeigt. Ein Rücktritt kommt nicht in Frage. Natürlich habe ich die Gesamtverantwortung als Vorstandsvorsitzender. Und die werde ich auch tragen. Und ich stelle mich dem. Wir müssen uns alles stellen, aber natürlich gehe ich vorneweg. Ich werde es auch in Zukunft tun. Aber unter Beiersdorfer als großer Hoffnungsträger angetreten, ist das Chaos beim HSV nur noch größer geworden. In der Doppelfunktion als Vorstandsboss und Sportdirektor komplett überfordert. Seine Suche nach einem neuen Sportchef gerät zur Posse. Wunschkandidat Nico-Jan Hoogma hat seine Bereitschaft zurückgezogen, sagt zumindest das ehemalige HSV-Idol. Bei Beiersdorfer hört sich das so an. Ich habe unter der Woche Nico-Jan mitgeteilt, dass wir uns anders orientieren. Er hat das anders ausgelegt. Es ist nicht mein Stil oder unser Stil, Absagen oder andere Orientierung nochmal durchzugeben, aber so war's. Bleibt Aussage gegen Aussage. Die Glaubwürdigkeit Beiersdorfers hat in den vergangenen Monaten allerdings sehr gelitten. Mal hü, mal hopp. Topkandidat auf den Posten ist jetzt Christian Hochstetter. Gespräche laufen. Allerdings stößt der Sportvorstand des VfL Bochum im Aufsichtsrat auf Skepsis. Von einer klaren Linie ist der HSV so weit entfernt wie von der Tabellenführung. Dafür jedoch groteske Durchhalteparolen. Wir gehen unseren Weg. Wir versuchen gemeinsam stark zu sein. Und da braucht man alle dazu, auch außenrum. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, wir werden alles dafür tun, so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis zu haben. Der HSV im Herbst. Ein jämmerliches Bild. Ein stolzer Verein zerlegt sich selbst. Und jetzt, da die Lage geradezu aussichtslos erscheint, droht auch noch der letzte Trumpf verloren zu gehen. Die Fans sind es leid.